げいただくぜ。Die kenne ich. Was ist das? Evelyns Jacke. Zerknüllt wie ein Taschentuch. Muss schon eine Weile hier liegen. Willst du? Bitte nicht schießen! Tu mir nicht weh! Ich hab nichts getan! Halt's Maul und reiß dich zusammen! Du verwechselst mich mit jemand anderem. Ich kenn dich nicht mal. Kann dir gar nichts getan ich haben. Ich muss dich was fragen, also halt's Maul und hör zu. Ich suche Evelyn Parker. Evelyn? Keine Ahnung, was die in letzter Zeit macht. Erzähl keine Scheiße, ich brauche Antworten. Ich weiß, dass ihr Freunde seid. Sag mir, wo sie ist. Woodman hat gesagt, dass sie verschwunden ist. Verschwunden? Einfach in Luft aufgelöst? Sie ist nach Oslo, glaube ich. Hab sie ein paar Mal angerufen, aber sie geht nicht ran. Woodman, wer ist das? Mr. Forrest. Aber wir nennen ihn Woodman. Keine Ahnung, warum... Wo finde ich ihn? Hinterzimmer. Da ist er fast immer. Ich weiß von nichts, ich schwör's!
Die hatten vor irgendwas Schiss. Da, siehst du? Um 2 Uhr nachts haben sie ihre ganze Security in den Club gerufen. Und die Tiger Claws als Verstärkung obendrauf. Tiger Claws sind regelrechte Spanner. Beobachten ihre Puppen genau, wissen, was in diesen Kabinen abgeht. Dann sammeln sie die Daten aus den Verhaltenschips. Eigentlich keine große Überraschung. Hatte das schon geahnt. Frag mich nur, ob sie die Daten selbst benutzen oder verkaufen. Und wer sie kaufen würde. Ihre Handtasche. Hatte vielleicht mehrere. Aber in der ist ihr ganzes Zeug. Sie muss es eilig gehabt haben. Ich stell hier die Fragen. Nimm die Waffe runter und fang an zu reden. Reiß dich zusammen. Waffe runter, hab ich gesagt. Das kannst du aber sowas von vergessen. Wow, du hast es schon wieder vermasselt. Du bist nicht gerade eine Hilfe. Was jetzt? Echt doof, dass du nicht mit Toten reden kannst. Moment, das machst du doch gerade. Egal, scan halt sein Deck. Das könnte funktionieren. Hat sie einen Ripper verkauft? Der Chip war hinüber. Vielleicht sollte er ihn retten. Ein Ripper namens Fingers in einer finsteren Gasse. Klingt wie der Traum jedes Joy-Toys. Thank you.
Weg, ihr Fotze! Ihnen jede Waffe. Hey, ich weiß nichts. Ich arbeite nur hier. Hey, ich weiß nichts. Ich arbeite nur hier. Saubere Arbeit. Schon mal daran gedacht, dich beim Diplomatenkorps zu bewerben? Meinst du, Fingers hat sie? Glaubst du, wir finden sie da? Wie? Wenn ich Heldin könnte, wäre ich jetzt kein abgewichster Geist im Kopf von einer wandelnden Leiche. Hab keine Zeit für Diplomatie. Kann ich nachvollziehen. Ach, klar kannst du das. Du würdest am liebsten den ganzen Laden unter... Aber eins steht fest. Die Claws werden das nicht vergessen.
hast was versucht und das ging schief. Und jetzt bist du völlig fertig. So findest du Hellmann nie. Noch drauf, ehe wir wissen, wie du den Chip loswirst. Selbst gesagt, du willst mich tot sehen. Seitdem habe ich dir doch wohl klar gemacht, dass das nicht mehr so ist, oder? Ich will, dass du am Leben bleibst. Ich habe schon mal gefragt, was willst du von mir? Ich habe eine zweite Chance gekriegt. Und die lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Arasaka und ich haben noch eine 50 Jahre alte Rechnung offen, die ich begleichen will. Und dafür brauche ich dich. Aber wozu? Für uralte Ideale oder persönliche Rache? Das musst du nicht wissen. Du sollst mich nur von A nach B bringen. Hör zu. Ich weiß gewisse Dinge, die uns helfen könnten, dein Leben zu retten. Du wirst den Chip los, ich hau Saka eine rein. Win-win. Wir brauchen den Soulkiller. Und wir kommen über Mikoshi an ihn ran. Also, was genau ist dieses Mikoshi eigentlich? Okay, von vorn. Wenn du verlinkt und im Netz unterwegs bist, kann Arasaka dich frittieren und mit Soulkiller deine Psyche, Verstand und Seele fangen. Und? Kannst du noch folgen? Ja, hab die Erinnerungen gesehen. Haben dich schön dran gekriegt. Okay, wir haben scheinbar noch was zu bereden. Aber das muss jetzt warten. Also, wenn dich Soulkiller frittiert und röstet, stirbst du zwar, aber dein Verstand wird vorher in ein Engramm kopiert. Sicher. So bist du zum Konstrukt geworden. Genau. Mikoshi ist der Ort, von dem aus Soulkiller agiert, wo die Engramme gespeichert werden. Und was hat Mikoshi nun mit meinem Chip-Problem zu tun? Ist nicht gerade die hellste Birne im Lampenladen, hm? Vor 50 Jahren war Mikoshi der einzige Ort auf Erden, wo man am menschlichen Verstand operiert hat. Heute bestimmt immer noch. Ich sag's dir, dort wird alles enden. Du bringst dein Ding zu Ende und ich meins. Und, wie willst du Arasaka diesmal fertig machen? Noch ein atomares Ass im Ärmel? Ja, nur diesmal heißt es Alt Cunningham. Sollte ich den Namen kennen? Noch nicht. Erst wenn wir haben, was wir suchen. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen nach Mikoshi.
rufst tatsächlich an. Hab doch versprochen anzurufen. Versprechen sind eine Sache, sie einzuhalten eine andere. Und? Hast du was rausgefunden? Evelyn ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie an einen Ripper-Dog namens Fingers vertickt. Oh, Scheiße. Weißt du, wo ich diesen Fingers-Typen finde? Ja, der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig-Street. Scheiße, wie? Der Typ ist richtig mies. Bin gerade unterwegs, um sie zu finden. Ich hab ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße. Bis später, wie? Was haben wir denn hier? Du bist ja mal ein leckeres Ding. Wenn du Befriedigung suchst, könnte ich dein Mann sein. Ich habe was zu erledigen. Deshalb bin ich hier. Also lass mich durch. Fick dich selbst und wir sind beide glücklich und zufrieden. Wieso gleich so gereizt? Ich hab doch nur Spaß gemacht. Schon gut. Lass sie durch, Sludge. Oh, du mitleidiges und holdes Wesen. Lass durch die purpurdunkle Luft uns aufsuchen, die wir mit blutigem Rot die Welt gefärbet. Wenn gnädig uns das Geld als König wäre, so würden wir für deinen Frieden bitten. Klingt nach dem Paradies. Blaue Butter? Was zum Teufel nehmen die? Blau. Muss ein Fabric Hall Derivat sein. Der Scheiß floss während des dritten Konzernkriegs durch alle Venen. 24 Stunden kein Schmerzgefühl und hinterher erinnerst du dich an nichts. Wer kann's ihn verüben?